Willkommen zurück zu Gone Home. Da sind wir nun immer noch in dem Kinderzimmer unserer, was heißt Kinderzimmer, in dem Jugendzimmer unserer Schwester. Haben schon einiges hier erkundet, aber noch lange nicht alles und wir machen jetzt einfach mal hier locker flockig weiter. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden, ist schon viel zu lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Die Kombination haben wir nicht, ne? Das ist genau, da habe ich keine blassen Schimmer, deswegen lassen wir das einfach mal so. Ich glaube, wir waren hier schon drin, haben diese Abenteuergeschichte gelesen, das letzte Mal. Die Bibel, genau, die legen wir auch wieder zurück. Die braucht kein Mensch. Genauso wie das, das haben wir uns auch schon angeguckt, total knuffig. Was ist das da? Ach ja, das Halsband von einem Hund oder einer Katze. Ja, es ist immer noch ein Zauberwetter, wir sind immer noch alleine. Wir haben immer noch im Grunde keine Ahnung, was es hier überhaupt geht. Das ist die Geschichte, die wir gelesen haben. Ich gucke nur noch mal ganz kurz so ein bisschen drüber, damit wir auch sicher sein können, dass hier nichts mehr ist. Nee, schaut sicher aus, also Licht aus, dicht machen, Bams. So, schauen wir weiter. Hier in dem Schiebetür ist nichts. Nein, das ist nichts. Die Bilder haben wir uns auch schon angeguckt. Schaut mal an. Jetzt wissen wir auch, dass die eine US-Konsole hatten, denn so sahen die Super Nintendo-Spiele in Amerika aus. Die haben nicht damals in ein europäisches Super Nintendo gepasst, es sei denn, man hat so einen kleinen Adapter gehabt. Das hier ist Super Spitfire, das habe ich noch nie gehört. Jetzt möchte ich mir auch das andere noch angucken. Das haben wir Journal of Crystal, das sagt mir auch nichts. Ich denke, das werden Spiele sein, die es nicht wirklich gibt. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. So, legen wir wieder zurück. Also es wurde nicht nur Street Fighter gespielt. Das ist ja schon mal beruhigend. So, machen wir wieder dicht. Ich hatte so einen Adapter übrigens früher. Und dann konnte ich ganz stolz Chrono Trigger spielen. Weil das ja nie zu uns erschien. So, hier haben wir The Adventurous the Cat Returns. Also so ein Kram gab es beim besten Willen nicht. Ach, wie schön. Und vor allem, manchmal hat das Spiel nicht funktioniert. Was hat man gemacht? Man hat es rausgeholt, hat da reingepustet, hat es ein bisschen geschüttelt und dann lief es wieder. Episch damals. Hey! Ist es jetzt irgendwie unter den... Oh. Hoffentlich... Ich war es nicht, Schwesterherz. Ich war es nicht. Die Tastenkombination. Ja, allerdings für Street Fighter, denn die Chun-Li-Attacken... Moment mal, Chun-Li? Konnte Chun-Li wirklich einen Feuerball? Also ich habe nicht viel gekonnt, aber ich habe immer nur diese blöden Supertritts gemacht. Helikopterkick, runterhalten, hochtritt, Lightning-Kick, tritt, 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 tritt. Das muss das gewesen sein, was ich immer gemacht habe. Mehr konnte ich nicht. Ja, den Rest kann sie bestimmt auch im echten Spiel. Ich möchte im Game da gar nichts unterstellen. Tja, das Super Nintendo fehlt. Die Indizien sind ja eigentlich eindeutig. Warum haben wir den Fernseher angelassen? Ich weiß es nicht. Ich mache ihn mal aus. Ein blauer Becher. Sieht eher aus wie so ein Zahnpasta-Pecher. Aber egal, ich stelle ihn wieder hin. Ist ja nicht meiner. Hab jetzt auch keinen Durst. Oh! Shit, ich hätte den letzten Part wieder mit Musik beenden können. Der Klassiker schlechthin. Beziehungsweise ich könnte auch hier Kassetten reinmachen. Sehe ich gerade. Ich habe keine Kassette. Ich kann aber hier auch kein Radio oder sonst was anmachen. Nee, schade. Warte mal. Inventar habe ich schon lange nicht mehr aufgerufen. Passport. Genau, da ist ja nichts Neues. Unsere Karte. Wir sind jetzt im oberen Stockwerk seit neuestem. Und das Tagebuch haben wir schon alles gelesen. So, was ist denn mit dem Ordner los? Nichts Besonderes. Anscheinend darf ich es nicht aufklappen. Schade, ich hätte gerne mal reingelunzt. Aber das sind ja eh nur zwei Pappdinger. Also wahrscheinlich nichts Wichtiges. Da diese Bücher kann ich mir auch nicht angucken. Dann öffnen wir mal die Schublade. Oha, da haben wir eine Kassette. Brad Mobile. Cool Schmoll. Cool Schmul. Was auch immer. Egal, auf Seite B steht nichts. Okay, machen wir es mal rein, würde ich sagen. Währenddessen gucke ich mich noch ein bisschen schweigend um.
Okay, genug geschwiegen, würde ich sagen. Schöne Musik, naja, geht so, ist nicht genau mein Stil. Ich versuch's mal wieder mit Seite B, vielleicht klappt's ja. Ja, okay, das haben sie nicht berücksichtigt. Ja, nice. Aber jetzt habe ich das Ding absichtlich wieder ausgemacht, denn ich würde gerne euch wieder was vorlesen, was ich auf dem Boden gefunden habe. Deswegen habe ich dazu eben nichts gesagt. Hi Lonnie, ich habe das hier in der ersten Stunde geschrieben und auf dem Weg zur zweiten in deinen Spind geworfen. Das machen alle coolen Kids, habe ich entschieden. Schreib mir zurück, hier ist auch noch eine Idee, dass du zeichnen kannst. Zwei Katzen auf einem Motorrad. Hey, das ist eine gute Idee. Was die ganzen coolen Kids tatsächlich machen, ist, sich Nachrichten auf ihren Pager zu schicken. Aber wir sind cooler als die. Weißt du warum? Weil sie das nicht mit einem Pager schicken können. Deine Zeichnungen von den Katzen waren so gut, ich musste noch einen Hintergrund hinzufügen, um sie noch besser zu machen. Vielleicht sollte ich aber lieber beim Schreiben bleiben. Haha, mir gefällt's. Woher wusstest du, dass sie kurz davor waren, von Aliens entführt zu werden? Ich beobachte gerade Mr. Fish. Er sieht irgendwie so aus, als könnte er jede Menge Katzen haben. Und als wäre sein peinliches Geheimnis, dass er ein großer 90210-Fan ist. Ich werde ihn mal nach der Stunde wegen der Katzen fragen. Er hat gesagt, dass er zwei Katzen hat und dass er 90210 noch nie gesehen hat. Aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass er lügt. ja, immer diese Gerüchte um diese Lehrer. Warte mal, wie konnte ich mir nur den Text angucken? Ich wollte mir nämlich das Bild mal anschauen. Ja, sehr schick. Ja, sie ist halt ein Alien-Fan, ne? Aber das sieht stylisch aus. Das ist ja Talent. Kreatives Mädchen, unsere Lonnie. So, und der Mini-Basketball fehlt leider. Jetzt wollte ich das hier noch lesen, auch wenn es nicht viel war. Sam, ich finde, den Schriftstellerkurs wäre perfekt für dich. Mr. Blelloch. Pre-College-Sommerprogramm für jugendliche Studienjahr. Oh, ist doch ein bisschen mehr, dieses Prospektchen. Na, mal schauen. Reed College. Eine der bundesweit höchst gelobte privaten Universitäten für Geistes- und Naturwissenschaften ist stolz, ihr 14. jährliches Sommerprogramm für Jugendliche anzukündigen. Dieses Programm lädt Schüler der 10. und 11. Klassen dazu ein, Vorlesungen, Workshops und Diskussionen zu vielen verschiedenen Themen zu besuchen. Dabei wird der Fokus auf Veranstaltungen in kleinen Gruppen und engen Zusammenwirken zwischen Fakultät und Schüler gelegt, wodurch junge Geister ermuntert werden sollen, viele verschiedene Bereiche voller Begeisterung zu erkunden, wovor sie mit einem Studium beginnen. Zusätzlich werden sie aus jedem Kurs drei Schüler ausgewählt, die ein Stipendium für ihr erstes Jahr am Reed erhalten. Wenn sie sich dazu entscheiden, sich Vollzeit als Student einzuschreiben und in Reeds Bewilligungsgremium zugelassen werden. Lehrer an entsprechenden Schulen haben Unterlagen mit den speziellen Voraussetzungen für jeden Kurs und Richtlinien für das Einsenden von Portfolios und Bewerbungsschreiben erhalten. Zugelassene Schüler werden am Anfang des Kalenderjahres 1995 benachrichtigt. Erforsche, lerne. Ja, nettes Prospektchen und ich muss mich natürlich korrigieren. Unsere Schwester heißt natürlich Samantha und Lonnie ist ihre beste Freundin. Und ich denke mal, das Gemälde war von Samantha, so wie ich das mitbekommen habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Egal. Machen wir weiter. Ich habe noch ein Zettelchen gefunden, nämlich... Gott, hier gibt's noch so viele Zettelchen. Nein, schauen wir uns erstmal hier weiter um. Eine Nagelfeile, eigentlich muss ich ja nicht alles in die Hand nehmen, ne? Aber ich muss mindestens einmal gucken. Das ist ganz, ganz schlimm. Hier haben wir ein paar Bücher. Interessant, was da so rumfliegt. Frankenstein zum Beispiel. Habe ich auch mal gelesen. Also von Mary Shelley. Ben Hur. Naja, Emma, da kenne ich eigentlich. Oder sind das DVDs? Weiß nicht. Auf jeden Fall sagt mir das natürlich auch alles was ans Filmen. Aber The Call of the Wild. Okay, das sagt mir nichts. Nein, alles kenne ich doch nicht. Jungle Books. Nee, okay, lassen wir das erstmal. Wird bestimmt nicht wichtig werden. So, die Stifte lasse ich auch alle mal liegen. Also wenn da irgendwas Wichtiges jetzt ist, wenn ich da was Wichtiges verpasse, dann tut's mir leid. Ich nehme jetzt nicht jeden einzelnen Stift da hervor. Kosmetiktücher. Da liegt ein Etikett. Das gucken wir uns mal an. Lucas, that is weird. Okay. Wieso? Was ist denn mit Dad? Seltsam, dass das da rumliegt. Egal. Mann, die hat aber auch eine Ordnung, ne? Schlimm.
Gut, war sonst noch was? Ich glaube, irgendwas hatte ich noch zum Lesen gesehen. Dann war es doch hier. So. Meine Güte. Was für ein Saustall. Ein Magazin. Das gucken wir uns mal an. Machen wir erstmal den Text weg. Möchten wir das Cover angucken. Groove. Ja, typische Jugendzeitschrift, würde ich sagen. Patti Smith, Biohazard, Dinosaurier, Lemonheads, Ice Cube Groove, exklusiv AIDS in Afrika, Soul Asylum Live, Eddie Vedder, Visa, Verasus Sal, will das jetzt wissen, Max and Martin, gesucht für den Mord an Straight Edge, was auch immer. Naja, alles Klatschmagazin, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Was ist denn das andere da? Das da, ich kann es nicht, doch, Lippenstift. Lippenstift. Hey. Mit Kirschegeschmack. Fein, fein, fein. Das mögen Mädchen. Egal. Ich nicht. Textmarker. Na gut, ich bin ja ein Mädchen. Ich muss mich eigentlich in ihre Rolle versetzen und es gleich mal draufschmieren. Nein, ich glaube, dafür ist sie schon einen Tick zu alt. Da ist noch eine Broschüre ein bisschen versteckt. Die Brother 150. Klar ist es eine Phaetrus 9 1965. Das ist die, die mein Dad und ich bauen. Wollen wir mal fahren, wenn sie fertig ist? Hier die aufregende neue Brother 150, ein Motorrad mit jeder Menge Tempo, Stil und Unternehmensgeist. Der verlässliche Viertaktmotor der Brother 150 erreicht eine Geschwindigkeit, die sie überraschen wird. Ein 9,5 Liter Tank ermöglicht das Fahren auch langer Strecken Phaetrus. Okay, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. So Motorradfan war ich noch nie wirklich. Andere, denen wird das bestimmt was sagen, mir allerdings nicht. So. Ich überlege gerade, warte mal, die Tastenkombination. Vielleicht ist das ein Rätsel. Ich will mir das nochmal ganz kurz angucken. Wir suchen vier Ziffern. Ah, wie soll ich denn da aber... Nee. Das ist Schwachsinn, was ich mir da überlege. Aber, es wundert mich halt, ja gut, da steht Tastenkombinationen. Ach, das wird's nicht sein. Nee. Ich muss das bestimmt woanders finden. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier habe ich noch einen Zettel. Samantha Cream Prayer, Schwesterherz, 11. Klasse, Lehrkraft Fletcher, Stunde 5, Thema Werken. Aufgabe, Metallbearbeitung, Gravur. Note 3-. Bemerkungen, keine schwierige Aufgabe. Metalltafel für Familienporträt angemessen, aber nicht komplex. Als ich sagte, Mom und Dad sollten durch die Namen der Eltern ersetzt werden, meinte ich nicht, sie einfach darunter hinzuzufügen. Akzeptabel geschliffene Ecken zeigt mehr Stolz auf deine Arbeit. Ja, warum nicht, ne? Da gab's mal so einen Fall, das hat sich echt zugetragen, nicht bei mir in der Klasse, sondern bei einem Kumpel. Die hatten einen Mathematiktest und da war so eine Matheaufgabe und dann war so eine Textaufgabe, ne? Und dann wurde halt am Ende dieser Mathe-Textaufgabe wurde geschrieben, können Sie diese Aufgabe lösen? Dann hat er Nein geschrieben. Nein, war aber die richtige Antwort auf die Frage, demnach gab es Punkte. Das ist kein Witz. Gut, das, also vielleicht war es schon so eine Witz, als Witz gedacht vom Lehrer selbst, ne? Aber fand ich mal lustig. Na egal. Machen wir weiter. Da liegt noch ein Zettel. Hey, das ist so zettelverseucht hier alles. Hey Sam, möchtest du mit mir nach der Schule Pulp Fiction im Kolosseum ansehen? Der Film kam letzte Woche raus und dort kann einfach nicht aufhören, davon zu erzählen. Also ist er entweder gut oder wir können uns danach über Todd lustig machen, weil er ihn mag. Meine Mom kocht vermutlich heute mal Abendessen, aber ich kann mich bestimmt davor drücken. Welche Zeit? Außerdem soll der Film nicht richtig gewalttätig sein? Muss ich da kotzen? Laut Todd ist er schon ziemlich hart. Ich glaube, Uma Thurman kriegt eine Heroinnadel ins Herz gerammt. Das ist also eher witzig. Außerdem sind Cheeseburger irgendwie wichtig. Todd kommt vielleicht mit, um ihn nochmal zu sehen, wenn das in Ordnung ist. 1915, okay? Nicht kotzen. Alles klar, bis dann. Schauen wir uns auch die Zeichnung nochmal an. Immer schön. Ja, Todd, vielleicht wird er noch wichtig. Eine Freundin von Lonnie? Wie gut kennt Samantha Todd? Keine Ahnung. Auch befreundet?
fremd gewesen? Keine Ahnung. Werden wir alles noch erfahren, eventuell. Vielleicht kommt noch eine Liebelei dazwischen und dann so ein richtiger Eifersuchtsmord. Und, ach ja, ich sehe vielleicht einfach zu viel Thriller. Wer weiß, ich habe immer noch keine Ahnung, in welche Richtung dieses Spiel geht. Das ist alles noch so ruhig und das könnte auch so ruhig bleiben, aber was wollte unser Spiel dann? Verarscht mich nicht hier. Das ist eine Red Right Hand Haartönung. Deswegen ist hier sowas. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy, or good, or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Sich um den Ansatz kümmern, wurde ins Inventar hinzugefügt. Ist ein sehr interessanter Audio-File. Also, das klang ja schon verdammt nach. Also, beste Freundinnen ist ja fast schon zu wenig. Ich meine zumindest von seitens von, weiß nicht, hat sie sich vielleicht ein ganz klein bisschen in ihre beste Freundin sogar verguckt? Wer weiß. So, wir könnten hier Wasser laufen lassen, aber ich wüsste nicht warum. Ich sehe auch keinen Stöpsel, sonst würde ich mal ein Bad nehmen. Interessant. Das ist... Naja, aber vielleicht... Man darf sowas auch nicht überbewerten. Selbst beste Freundinnen sind schon mal so. Aber gerade weil Samantha sowas meinte... Was? Kaputt? Okay. Das ist aber strange. Also, naja, eigentlich nicht strange. Es kann schon mal sowas kaputt sein. Klopapierhammer en masse, das finde ich super. Stell's doch dahin, dann kommst du besser ran. Obwohl, da ist ja auch... Naja, ich bin halt sehr fürsorglich. Vielleicht reicht mal eins nicht aus. Obwohl, hier haben wir noch mehr. Wunderbar. Ein Tampon, ja gut. Wird sie jetzt hoffentlich nicht brauchen. Wir könnten was ganz Fieses machen, was man nie machen sollte. Tampon ins Klo. Ach Mist, geht nicht. Der Deckel ist zu. Kann ich den Deckel aufmachen? Nee. Och Mann. Was wollte ich hier für eine ordentliche Verstopfung... sorgen und was ist. Na gut, hier ist aber ansonsten nichts, würde ich sagen. Deswegen sage ich mal Tschüss. Und wir gehen weiter gucken. Ja, aber wenn es hier so, ne, mit der Farbe noch, dann muss diese Vergangenheit ja relativ das Letzte gewesen sein, was hier so erlebt wurde. Ich weiß ja nicht. Egal, wir machen weiter. Da hinten liegt... Moment, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Nee, genau, ich kam von da hinten, ne? Hier habe ich angefangen. Ich muss mich ganz kurz orientieren, tut mir leid. Jawohl, da habe ich angefangen, dann bin ich da rein. So, da lasse ich auch mal alles an. Habe ich das schon? Ja, das habe ich schon durchgelesen. Genau, das war der Beschwerdebrief an die Eltern. Der war lustig. So. Der Gang ist somit gecleant und jetzt geht's hier weiter. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Los geht's. So, was haben wir hier? Das Schlafzimmer der Eltern, würde ich sagen. Dann machen wir die Tür zu. Fühle ich mich immer noch nach wie vor ein bisschen sicherer. Eieiei, aber hier sieht es echt so aus. Also, entweder leben die alle wie Schweine oder... Es wirkt wie ein abrupter... Ja, wie ein Flüchten. Weil, schaut euch das an. So schnell die Sachen packen und ab mit uns. So sieht das halt zumindest hier aus. Jetzt gucke ich mal hier noch eben rein. Hier wurde auch das Licht angelassen. Also seitens der Eltern, keine Ahnung, da muss irgendwas schnell, schnell zapp, zapp und so. Zapp, zapp? Nee, zapp, zapp gibt's nicht. Was für ein Wort suche ich gerade? Zack, zack. Egal. Vielleicht zack, zack und hopp, hopp. Egal. Hier haben wir Techniken fürs Aquarell. Oh mein Gott, wie langweilig. Will ich das wirklich lesen? Ich kann kein Englisch, tut mir leid, ich hätte so gern gelesen. Ach Mensch, es tut mir so leid. So, weiter. Ist hier sonst noch etwas? Nein, okay. Ja, das Bett sieht frisch gemacht aus. Oh, was haben wir hier für eine Bettlektüre? Walt Whiteman, Grashalme. What?
Okay. Zum Glück muss ich mir das nicht genau angucken. Haha, ich hab's Lesezeichen rausgezogen. Jetzt musst du von vorne anfangen. Lass dir Zeit. Ich bin froh, dass es in guten Händen ist, Rick. Mhm. Hässliches. Das ist ein richtig hässliches Lesezeichen. Egal. Hauptsache, es erfüllt seinen Zweck, ich weiß. Blöder Aktenkoffer. Ah, da hinten ist so eine Karte, aber die kann ich mir anscheinend nicht angucken. Hier ist auch ein bisschen dunkel. Ich hätte vielleicht noch die Nachttischlampe anmachen sollen. Die hier zum Beispiel. Ja, guck, da ist wieder die Familie. Oh, ein jüngeres Bild mit Baby noch. Süß. Knuffig. Guck mal, das sind wir. Ist es nicht herzallerliebst? Schön, schön. Was haben wir hier denn für ein schönes Bild? Oh, mitten. Was soll das heißen? Mitten. Ach, hätte das Kitten heißen sollen? Wahrscheinlich, ne? One Cat. Okay. Von Caitlin gemalt. Also von uns selbst. Wunderschön. Unser Werk mit 5 Jahren. Ja, mit 5 malt man so. Ich mal heute noch so, aber egal. Ich habe ja auch 2 linke Hände, wenn es um sowas geht. Oh, ich kann nicht malen, ey. Ach, Unterwäsche von Mom und Dad. Das muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Aber so mal ganz kurz reinspitzeln. Dürfte ja erlaubt sein. So, machen wenigstens wir hier mal ein bisschen Ordnung. Oh, die wurde komplett rausgerissen, aber dahinter ist auch nichts Spannendes drin. Okay. Ach, Telefon, geht das? Nee, Besetzzeichen, okay. Wahrscheinlich ist die Rechnung nicht bezahlt. So, was haben wir denn da? Postkarte. Na, wo seid ihr gerade? Nee, Quatsch. Liebe Mom, lieber Dad, lieber Sam. Ach, das habe ich geschrieben. Ich bin in Channel. Das ist schon meine 2. Fahrt durch den Channel. Ich komme gerade zurück aus London und bin jetzt auf dem Weg nach Brüssel in Belgien. Entschuldigt, dass ich nicht geschrieben habe, als ich nach London gefahren bin, aber ich war zu sehr gespannt auf den Channel. London war toll. Dad, ich weiß, du wolltest jetzt die Stadt schon immer mal besuchen und ich bin der Meinung, du solltest das wirklich machen. Du fändest es hier großartig. Falls wir alle vielleicht noch einmal als Familie herkommen wollen, könnte ich sicher überredet werden. Ich hab euch alle lieb. Katie. Ach Mensch, was für eine tolle Tochter. Hat sie uns eine Postkarte geschickt. Untersitzer. Mhm. Alles klar. Was hast du noch unterm Dings, Dad? Nichts. Okay, ja, die... Seine geheimen Lektüren haben wir ja eh schon woanders gefunden. Mams Handtasche? Da könnte doch was Interessantes drin sein. Also, ich an deiner Stelle würde die öffnen wollen. Ich leg sie mal aufs Bett. Sie will sie nicht öffnen. Ein langweiliges Bild. Aha. Von 82, ja klar, wenn es der Vater ist, der hat dann natürlich die 80er Zeit oder 70er erlebt. Muss es ein relativ junger Dad noch sein, wenn das Ganze 95 spielt. Wo geht eigentlich? Was ist das jetzt für eine Musik? Ne, ich höre keine Musik. Das ist nur, weil ich hier die Dinger auf und zu mache. Das sind anscheinend Dads Sachen, behaupte ich einfach mal. Hier sind noch ein paar Handtücher. Ja, sonst... Vielleicht dann nochmal unter das Bett lunzen, aber ich sehe da nichts Spannendes. In dem Schrank haben wir noch nicht geguckt. Och, ja, Fernseher, natürlich. Das ist natürlich ein Komfort, den habe ich mir auch immer gegönnt. Beziehungsweise gönne ich mir immer noch. Was haben wir denn da? Was gucken denn die Eltern? Sind die auch so Akte X-Fans? Das Schweigen der Lämmer hier zum Beispiel. Schön. Was haben wir hier? Ah, schwer zu lesen. Also, egal wer es geschrieben hat. Anstrengende Handschrift. Das haben die Kinder schöner geschrieben. President's Man, Butch Cassidy. Sagt mir nichts, aber das sind ja auch die englischen Titel. Vielleicht sagt es mir deswegen nichts. Gucken, ob was läuft. Sieht schlecht aus. Auch hier war mal eine Konsole. Theoretisch. Wahrscheinlich sind Aliens gekommen, haben sämtliche Super Nintendos aus dem Haus gestohlen und dann sind die Eltern amok gelaufen und Samantha ist zusammen mit Lonnie auf der Suche nach dem letzten Super Nintendo. Irgendwie so wird die Story sein. So, gehen wir mal hier noch gucken. Noch ein Badezimmer? Ernsthaft? Okay. Ja, reiche Eltern. Reiche Familie. Na gut.
Kamm, ja, lass ich mal liegen. Zahnpasta! Mit Minzegeschmack. Was haben wir hier? Schachtel. Was sind das? Ach ja, haben wir doch schon mal. Haben wir uns schon mal alles angeguckt. Also, nee, ich weiß schon neu, aber. In dem anderen Badezimmer halt. Hm, kann ich hier was öffnen? Nein, nein, nein. Okay. So, oh. Mach mal Licht an. Ja. Okay, ja. Vielleicht dürfen wir hier ja baden. Ja, Wasser dürfen wir aufdrehen, aber ich sehe wieder keinen Stöpsel. Mensch, Mensch, Mensch. Igitt hat sie gemeint. Nach den Flitterwochen. Den Partner wiederentdecken. Charakteristisch geistig sexuell. Oh Gott, ey. Vielleicht sind sie doch schon etwas älter. Na ja, komm. Caitlin, das brauchst du hoffentlich noch lange nicht, sowas. Egal. So, aber sonst ist hier nichts Spannendes. Eine Kerze lasse ich mal liegen. Ja, kann man sich schön romantisch machen. Vor allem, wenn das die Wassertropfen eintröppeln, dann badet man doch wirklich gerne, oder? Naja, Freunde, wir haben wieder viel uns angeguckt. Einiges erfahren, da gibt es einen Tod, den wir noch nicht so wirklich in Verbindung bringen können. Vielleicht wird er noch wichtig. Ansonsten haben wir festgestellt, dass die Freundschaft, die beste Freundschaft zwischen Samantha und Lonnie doch sehr intensiv ist oder war, was auch immer. Und ja, die Eltern, ich weiß nicht, entweder sieht das immer hier so aus oder sie haben abrupt das Haus verlassen. Wir wissen es nicht, aber was ich weiß, ist, dass wir das nächste Mal dann den Gang weiter erkunden werden. Ich sehe da schon eine Tür mit einer Nachricht anscheinend. Mal sehen, unser eigenes Zimmer müsste ja auch noch kommen. Vielleicht ist es das da hinten, ja. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Gone Home.